Leute, willkommen zurück zu Ratchet & Clank Tools of Destruction. Heute geht es nach Mukov zurück, denn unser lieber Captain Quark wollte uns irgendwas zeigen. Im letzten Part haben wir richtig am Bulls abgestaubt. Nicht durch die imperialen Spiele, nein, eher von der Tatsache her, dass wir die Dinosaurier aussterben haben lassen. Aber wohl mehr wert, als ich gedacht habe. Wir haben insgesamt 256.000 Bulls bekommen. Das ist natürlich eine riesige Menge. Ich wundere mich immer noch, warum das so viel ist. So viele Dinosaurier haben wir gar nicht getötet. Aber okay. Und so, und dann haben wir halt die Nachricht bekommen. Hey, komm mal zurück. Ich habe hier was für dich. Einen neuen PL1 oder was auch immer. Wir haben uns übrigens eine neue Rüstung gekauft am Ende noch. Für die Leute, die früher abgeschaltet haben. Ja. Nein, hör auf! Und jetzt geht's natürlich erstmal hier weiter. Guck mal, da ist unser Goldboot. Ich weiß gerade immer noch nicht, wie man da dran kommt. Obwohl. Ah doch, ich weiß wie. Natürlich. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, da ist ja das Tor davor gewesen. So, gucken wir uns noch ein bisschen um. Das ist ein alter Planet, den haben wir jetzt ewig nicht mehr gesehen. Ne? Deswegen genießen wir mal gerade die Aussicht hier auf diese ganzen Türme und... ja. Hoffen, dass wir bald mal landen. Da! Okay. So, und dann geht's zu den Spielen wieder rein. Natürlich viele neue Waffen hier in unserem Inventar. Und was zur Hölle. Ich glaube, wir können die Kreisklinge so ein bisschen leveln. Und die Gegner haben sich nicht verstärkt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also entweder ist die Waffe stark oder die Gegner sind schwach. Oh, guck mal. Och nein, diese klatschenden Dinger. Geh weg. Wir haben sogar nur eine gewisse Zeit, aber ich glaube, in den 5 Minuten schaffen wir es eh. Daher. Vor allem, wir ballern einfach rein. Das Ding levelt trotzdem. WTF? Warum levelt das denn jetzt? So neu sind die Gegner jetzt auch nicht. Huch, au. Dann kriegen wir Munition. Oh nein, uns ist die Munition ausgegangen. Oh, wir haben neue Munition bekommen. Wir sind in Runde 4. Noch nicht mal eine Minute ist vorbei. Au. So. Gott. Keine Munition mehr. Da müssen wir uns neue holen. Die Kreisklingen-Herausforderung. Warum haben wir eigentlich die Arena damals verlassen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir schon in der letzten Runde. Was mich eigentlich ziemlich zufrieden stellt. Denn, ja. Heißt, der Kampf ist ja fast vorbei. Also, wir gehen einfach nur im Kreis und töten einfach alles, was uns in den Weg kommt. Wir treffen aus irgendeinem Grund, treffen einfach auch Kisten und kriegen unsere Munition wieder. So. Übrigens, in Crack in Time ist diese Arena, scheiße, schwer. Es wird richtig schwer da, aber hier ist es einfach. So. Kriegen sogar 5000 Bolts geschenkt. Das ist cool. Was ist das? Es ist ein Boss. Und er macht ein Tornado. Warum macht er ein Tornado? Was ist das? Ist das ein Geist? Ist das ein Robotergeist? Was macht der da? Dieses Ding gefällt mir nicht. Wir wissen, wie viel dieser Alpha-Strahl macht. Der macht nicht sehr viel, ne? Nö. Es geht eigentlich, ne? Ja doch, wenn man richtig trifft, dann macht er viel. So, kommt Mr. Surkon noch dazu. Au. Und Kreisklingen. Man kann natürlich jetzt nicht mehr erkennen, was hier los ist, aber okay. So. Sterb! Alter, du hältst ziemlich viel aus. Gefällt mir gar nicht. Spür die hier! Wie ist das, hä? Ah, die machen aber auch schön Schaden. Auch wenn sie nicht lange aushalten. So, noch einen Sturm reinhauen. Warum nicht? Das liest. Warten wir mal kurz ab. Und die Klingen machen den Rest.
So, die Holo-Piratenverkleidung. Das sind ja Besucher, der findet. Hervorragende Arbeit, ihr unbekannten Fremden. Und jetzt eure gebührende Belohnung. Eine Holo-Piratenverkleidung. Perfekt für Partys und Undercover-Aktionen. Und für den Kleinen mein brandneues Trainingsbuch. Dein Körper aus Stahl. Damit kriegst auch du die Waden eines Champions. Gibt's einen Grund, dass wir hier sind? Oder wolltest du uns bloß umbringen? Ist beides möglich? War nur ein Scherz. Hier, das habe ich bei Taxi und Zwäsche gefunden. Ich dachte, es wäre ein Hinweis. Es ist Zeit für den nächsten Teil von Polaris, Kompendium der historischen Wichtigkeiten. Wir behandeln heute die galaktische Großartigkeit von Iris, dem größten Supercomputer der Polaris-Geschichte. Der mysteriöse Gigant soll ein IQ von 3 Milliarden haben. Das sind etwa 170 Terrafluidenweise oder 3 Milliarden Holonetz-Fans. Von unbekannten Wesen vor Äonen gebaut, war Iris einst die ultimative Suchmaschine des Universums. Jetzt steht sie mitten in von Piraten kontrolliertem Gebiet, der Öffentlichkeit unzugänglich. Ihr einziger Nutzer ist der Heuchler Captain Slack. Dies war ein weiterer deprimierender Teil von Polaris, Kompendium der historischen Wichtigkeiten. Vielleicht weiß Iris, wo der Dimensionator ist. Gehen wir. Nimm mich mit! Ich ertrage diese Undercover-Sache nicht mehr. Ich bin kein Superheld, nur ein Held. Wie soll ich denn überleben ohne einen Sponsorenvertrag, hä? Okay, keine Panik, Großer. Vielleicht könntest du ein Superheld sein. Du musst nur aufhören, so egozentrisch zu sein und meinerlich. Du hast recht. Schluss mit den Eitelkeiten. Es wird Zeit, dem Universum zu zeigen, wie unglaublich großartig ich bin. Entschuldige, Ratchet. Ich hoffe für dich, dass du nie unter dem Druck stehen musst, deine Galaxie zu retten. Wünsch mir Glück! Alter. wo waren wir stehen geblieben? Verkäufer? Was können wir denn für dich tun? Können höchstens Munition kaufen, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Was können wir denn machen hier? Wir haben ziemlich viel zu tun. Okay. Im Dutzend billiger. Überlebe den Daueransturm des Bomben... der Bombenbots. Erledige Galliatoren, während deine Waffe... Abwechslung macht Freude. Wenn das mal nichts Tolles ist. Okay. Das ist langweilig. Flöpp. Flöpp. Und eins geschafft. Die Peitsche. So. Eins und zwei und... Huch, er lebt noch. Ui, er lebt auch noch. Das ist schon mal Runde 3. Und wir haben... den Magma-Brenner, den wir einfach nie wieder benutzt haben. Warum kriegen wir nur 10 Kreisklingen? Und schon wieder den Magma-Brenner, den wir nie benutzt haben. Ja, weil, Hauptsache, wir kriegen 3 Stürme. Njong, wir sind der Sturm. So, zack. Dann können wir den Spaß haben. So, was haben wir jetzt? Den Magma-Brenner mal wieder. Warum in alles in der Welt den Magma-Brenner? Ich glaube, das Spiel ist einfach nur nach dem Prinzip gerade aufgebaut. Die Waffen, die du nie benutzt hast, die werden wir jetzt einfach zu spammen, da du diese benutzen musst. Ich finde gerade irgendwie die Einteilung der Waffen ein bisschen seltsam. Aber okay. Ziemlich viele Leute kommen hier an. War's das? Fuck. Das war's, ne? Ja, Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön, wir können noch ein paar Worlds verdienen. Das werde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen machen. Feurige Kragmite. Okay. Ich habe gehört, dass diese Terraklone aus den kriegsgeplagten Razor-Minen auf Geld kommen. Schöner
Wartet mal. Kann man doch eigentlich. Autsch. Wenn wir den Blick nicht kriegen dürfen, dann können wir doch eigentlich einfach hier stehen bleiben, ne? Nein. Weg. Auch du gehst weg. Ah, hier bin ich gerne. Auch wenn hier die ganze Zeit diese Hand-Dinger kommen. Geh weg. Ah, wir haben genug Munition. Und ich glaube, wir kriegen auch gleich ein Level ab, wenn das so weitergeht. Ja doch. Oh nein. Geh weg. Und auch du hinter mir, geh weg. Ich mag euch nicht. Mann. Ihr überlebt auch immer noch so unnötig viel. Ich würde so gerne ein Level abkriegen. Genießt das Teil hier. Es wird eine Freude sein, euch zu töten. Glaubt mir. Oh, hat sogar echt geschafft. Hab ich nicht gedacht. So. Die große Million-Dollar-Frage ist eigentlich, kriegen wir hier ein Level-Up von der Waffe? Nein. Auch wenn es riskant ist, jetzt hier reinzugehen. Ich mach's einfach mal kurz. So. Ich will ein Level-Up kriegen. Level-Up! Hör auf meinen Befehl! Mein Gott. Ich glaube, das wird nie was. Aber egal, der Nano-Schwimmer ist ja auch in einer Hinsicht cool. Vor allem, der kriegt auch langsam Level ab. Also es kommt alles zu seinen Kosten. Nein. Lokal, die Nano-Schwimmer, die machen selbst ihr Ding auch noch gut. Das ist wichtig. Guckt. Bleiben einfach stehen. Und dann sind die gleich ein Gegner. Dann sagen sie sich, ach, YOLO, Swag, Swag. Und dann sind sie weg. Warum YOLO, Swag? Nein, so bin ich nicht. Und ich verlange immer noch ein Level ab der Waffe. Nein, weg. Oh Gott, nein, geht weg. Ich mag euch, aua, mag euch nicht. Mann, diese ekelhaften Teile. Ich will einfach nur, dass die wegsehen. Und wie viel ist denn jetzt hier los? Wenn man einmal nicht aufpasst und sich um andere Gegner kümmert. Danke. Ich bin kein Level up. Das ist enttäuschend. Okay, Disco-Dresche. Bekämpfe diese Gladiatoren ohne Rhythmusgefühl. Nur mit Hilfe des Omnischlüssels. 4 Runden. Autsch. Ich habe so ein bisschen Angst bei der Aufgabe. Huch! Okay. Ich habe keine Angst bei der Aufgabe. Weg, weg, weg. Ich stehe einfach mal auf den einen drauf, das macht nichts. So. Ach ja, man kann ja auch so werfen. Solange die Teile mit der Hand nicht kommen, bin ich eigentlich voll zufrieden. Wer schießt denn da? Ach. Hallo. Oh, die halten aber auch nicht viel aus, ne? Wir haben auch keine stärkeren Omnischlüsse hier bekommen. Das ist seltsam. Egal, wir sind jetzt Runde 2. Wenn es so weitergeht, dann haben wir es bald geschafft. So, Runde 3. Alter. Die ganzen Bastarde, die hier rumballern müssen. Ach. Weil ich sagen muss, es ist auf eine Weise echt cool. Diese Idee. Es ist immer so eine Disco-Kugel, die zwischendurch kommt. Aber irgendwie macht das die Aufgabe auch ziemlich einfach. So. Huch, geh weg. So, letzte Runde. Wie? Ziemlich viel los hier. Mal Zeit, wie das eine Party kommt. Ich wollte gerade sagen. Oh Gott. So, weg. Ja, so geht's auch.
So viele Gegner sind es noch. Da ist wieder jemand offline gegangen, der gerade online gekommen ist. Gott, ich halte es nicht mehr ewig aus. Noch einer. Da habe ich es geschafft. Wenn keine Zugabe kommt, ja. So. War es das? Ja, das war's. Ein bisschen Dresche und so ist cool. Nee. was haben wir denn noch? Unantastbar. Ein Treffer und du bist erledigt. Nichts für Sensibelchen. Ist der Ernst, oder? Wenn wir auf jeden Fall... Weil wir haben keine gute Waffe so. Ah, doch, haben wir. Okay, nichts für Sensibelchen. Das heißt, wir werden ein bisschen vorsichtig kämpfen müssen. Gucken, dass wir nicht getroffen werden. Gut, die Runde scheint schnell zu Ende zu sein. Das heißt also, da haben wir einen Vorteil. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Das ist... Nein, die Hand. Die böse... Da kommt noch eine. Und die letzten Teile. Nee, warte, es ist noch nur... Oh Gott. Jetzt kommt die letzte Runde. Ganz vorsichtig, ich will nicht getroffen werden. Jetzt in der letzten Runde. Und wir kriegen das Level ab. Auch wenn es nur ziemlich schwach ist, aber... Ich habe auch kein Groovitron mehr. Das ist in der Hinsicht gerade eigentlich ziemlich schlecht. War es das? Ja, das war's! Oh! Das war gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. Ich hatte schon ein bisschen Panik, dass ich das nicht schaffe. Okay. Das geht weniger. Auch nur 4 Runden. Und es ist einfach nur alles ohne... Die ganze Scheiße mit den Dingern. Danke. Ah, die erste Runde war es schon. Wir haben wieder ein Level abbekommen. So, können noch ein bisschen Sturm aufpäppeln. Ach, der Nano-Schwärmer, der macht das schon. Weg, 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 weg. Nein, 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 geht weg. Nano-Schwärmer, mach doch was. Da! Danke. Wollte schon sagen, warum machen die jetzt nichts? Es kommen schon wieder diese klatschenden Dinger, ne? Jetzt bin ich aber gerade noch mutig geworden, ja? Also, hallo, guck mal, hier. Bam, 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 bam. Keine Angst mehr. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe keine Angst mehr. Okay, 4 Runden sind eigentlich angenehm, ja? Hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Das war's schon. Yay. Schnell verdientes Geld. Wovor habe ich mich hier eigentlich so gefürchtet? Ich weiß es nicht. Überlebe den Daueransturm der Bombenbots. Ach so. Ja. Wow. Echt eine Herausforderung. Eines Mannes würdig. Passiert auch irgendwas? Nicht dein Ernst. Ich mache jetzt keine 5 Runden hier die ganzen Teile kaputt. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Hallo? Haben wir auch irgendwo? Da. Runde 3. Oh, noch mehr Bombendinger. Wer hätte das denn gedacht? Und das ist auch gar nicht langweilig. Wer kam auf die Idee? Ich glaube, der Macher, der diese Aufgabe hier erfunden hat, der wurde, glaube ich, gefeuert. Ja, doch. Weil es ja nicht mal irgendeine Bedingung dabei. Wir dürfen einfach alles abballern, was geht. Und es kommt auch immer nur dasselbe an Mistdingern rein. So, wow. Nochmal ein Sturm. Und keine Munition mehr. Das ist natürlich jetzt in der Hinsicht scheiße gelaufen. Aber guckt euch das jetzt mal an hier. Wenn wir das machen, ne? Der Name Schwärmer ist eh so eine Gefahr für sich selber. Der ist richtig ekelhaft gefährlich, ey. Ich dachte erst von wegen, wenn wir die jetzt kaufen, die wird eh nie was. Aber guckt euch das mal an, ey.
Vor allem, glaube ich, auf Level 5 wird die sogar noch ein bisschen gefährlicher, indem sie einfach mal andere auch noch pulverisiert und uns Energie gibt. Zortan und Crushto wollen eine Revanche. Schaffst du diese beide? Schaffen wir sie die beide im nächsten Part? Nun ja, das finden wir raus. Bis dann, Leute. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.